Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, im letzten Part haben wir eigentlich die Glasumrandung fast fertig gemacht. Außen fehlt sie noch. Ich überlege gerade, ob wir die vielleicht als erstes wegmachen sollten. Aber ich bin mir da noch sehr unsicher. So, die ersten Wasserblöcke können wir eigentlich hier von außen platzieren. Man könnte das eigentlich alles vom Dach aus machen. In der Theorie. In der Praxis sieht das leider ein bisschen anders aus und funktioniert dann nicht so, wie ich das gerne hätte. So, vier haben wir da. Und jetzt platzieren wir einfach also diesen Wassereimer dahin. Und dann sollte er theoretisch runterlaufen. Tut er aber nicht. Warum nicht? Da müssen wir das nämlich am Ende doch mit Erde machen. Dass wir alles mit Erde ausfüllen und da immer ran die Blöcke platzieren. Und das heißt, wir haben ganz schön viel Arbeit vor uns. Wir müssen nämlich das hier alles wegmachen. Okay, wir holen uns Erdeblöcke, haben wir, glaube ich, genug. Dann gehen wir jetzt erstmal schlafen und dann machen wir das schnell fertig. Leaves are turning brown. I'm still looking for you. Snow is falling down. I'm still searching for you. You gotta listen up. There's not a thing that I can't get from you.
Boy, I don't need that much How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I All I ever need is here with you This place where we can go Where it's all shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Habe ich gerade gemerkt, dass ich die ganze Zeit das Mikro gemutet hatte. Das ist natürlich schlecht. Das ist ein wenig doof und ich habe so viel erzählt. Ja, hier, gucken wir mal. Ich gucke mal, wie viel das war. Ich weiß es jetzt gerade nicht so. Ich guck da dann nach der Aufnahme nach und wenn dann, ja, unterlege ich euch das mit ein bisschen Musik und mache das Ganze vielleicht etwas schneller, damit es nicht so langweilig ist. Das kommt, wenn man permanent das Mikro ausmachen muss, weil es ist ja mal wieder, ne, Sommerpollenzeit kennen wir ja alle. Und, ja, da muss man halt permanent irgendwie husten und so weiter. Deswegen passiert sowas. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es ist trotzdem okay für euch, den Part so anzugucken. Ich, ja. Okay. Genau. So. Fertig. Jetzt gehen wir rein und dekorieren. Das hatte ich zwar gerade eben schon mal gesagt, aber das habt ihr auf gar keinen Fall gehört, dass ich das gesagt habe. Genau, jetzt gehen wir einfach in dieses Becken und dekorieren das Ganze. Wir gehen natürlich übers Dach rein, nehmen uns auch noch ein bisschen was mit. Eichenlaub habe ich. Eichenlaub haben wir. Wir haben Seetang. Da ist auch noch Seetang. Den brauchen wir jetzt aber nicht. Und da ist nichts für unter Wasser geeignet. Mal eben schnell schauen dann. Kies habe ich dabei. Nein, habe ich nicht. Nehmen wir mit.
Ein bisschen Licht wäre eigentlich auch gar nicht schlecht, da unten zu haben. Konnte man jetzt die Seegurken, die konnte man doch vermehren, oder? Auf den Blöcken. So, ja, was zu essen hatte ich mir gemacht. Gesehen habt ihr es ja, nur vielleicht nicht gehört. Ach, das ist das doof. Das ärgert mich jetzt echt. Ich mache den Part dafür jetzt ein bisschen länger, damit ihr da auch noch ein bisschen was von habt. So. Okay. Dann wollen wir da mal rein. Leitern haben wir bei. Gegessen habe ich auch was. Ich warte ganz kurz, bis sich die Herzen ein wenig regenerieren, damit ich nicht gleich ertrinke da unten. Wo ist denn das Knochenmehl? Ja, das sollte ich noch mitbringen. Das brauchen wir natürlich. Oh, ich komme hier nicht durch. Jetzt habe ich so viel gegessen. Nein. Da. So. Dann geht's los. So, ein bisschen Seetang. Dann würde ich natürlich die da gerne platzieren. Auftauchen bringt uns hier mal gar nichts. So, dahin. So. Ich würde. Nein, das wollte ich nicht. Ach, verdammt. Das ist ja so ein Ding. Da gewöhne ich mich auch nicht dran, dass man länger aufgetaucht bleiben muss. Also noch nicht. Irgendwann lerne ich das ganz bestimmt. So würde ich es lassen. Ich möchte jetzt gleich mal eben kurz gucken, was passiert, wenn ich mit Knochenmehl auf die Seegurke mache. Gar nichts. Also ich kriege jetzt keine. Kann ich die abbauen mit irgendwas? Da sind sie. Oh, ich hab schon Panik gekriegt. Ich habe schon gedacht, oh verdammt, jetzt habe ich die kaputt gemacht. Aber nein, alles gut. Ja, 4 Stück sind es jetzt geworden, ne? Und dann, ja, dann kann man wieder 4 Stück machen. Also so kann man die dann tatsächlich vermehren. Wo ist denn jetzt meine Leiter hin? So, erstmal raus. Wo ist denn jetzt die Leiter hin? Habe ich die nicht mehr eingesammelt? Leiter? Müsste doch eigentlich, wenn dann oben irgendwo schwimmen. Ja, da schwimmt sie doch. So. Jetzt versuche ich die einmal so abzubauen. Okay. Aber die habe ich jetzt nicht bekommen. Doch, da. Okay, also die springen schon ganz schön weit weg. Weil die bringen ja auch so ein bisschen Licht, ne? Also wurde mir zumindest gesagt. Oh Mann. So. Ja, dann würde ich da nochmal Seegurken hinstellen. Ach, ich glaube, die kann man nur auf Korallenblöcke vermehren, ne? Irgendwie so. Ach komm, stellen wir da 3 hin. Dann stellen wir hier mitten rein 3. Und dann machen wir hier so ein bisschen Gras noch hin. Also Seegras. Hier kann noch Seetang hin. Ja, hier kann auch noch mal Seetang hin. So. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut geworden. Ich würde jetzt gleich noch mal eben schnell meine Leiter holen gehen und dann sind wir hier eigentlich fertig. Ne? Also das würde ich dann jetzt erstmal so lassen, wie es ist. Und rein brauchen wir da jetzt hoffentlich dann erstmal eine ganze Weile nicht mehr. So. Oh, ist das nicht toll? Es ist fertig. Yay. Wir gucken gleich mal von unten. Hier oben. Hoch. Hier oben ist das jetzt natürlich total cool irgendwie, ja? Also wirklich total cool. Ja, was hat man hier für einen Blick? Jetzt irgendwie das Aquarium. Man kann gucken bis in die Ferne. Also, das finde ich wirklich klasse. Also wirklich, wirklich toll geworden. Ja.
So, wenn man so die Treppe hochkommt, oh, schön, kommt hier rein und hat gleich das Gefühl, das ist riesig, das Haus, ne? Also, das macht einen gleich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, das ist so, ach, ist das toll. Okay, wir gucken uns das auch gleich von außen an. Ich würde nur gerne hier die Wasserquelle natürlich wieder wegnehmen. So. Und jetzt habe ich gerade natürlich spontan eine Idee für einen Balkon. Vielleicht noch einen zu machen. Ich hatte eigentlich erst gedacht, keinen mehr zu machen, weil wir ja schon einen haben. Vielleicht einen ganz kleinen da hinten, dass man hier von außen auch hier reingucken kann. Ah, mal gucken, mal gucken. Da fällt uns schon irgendwas zu ein. So, ich packe jetzt erstmal tatsächlich mal alles aus. Alles, was ich so da hatte, mal weg. Alles, was halt in die Kiste passt. Ne? Werkzeug behalte ich. Das muss ich demnächst mal reparieren. Hier passt auch noch was rein. Nein, du bleibst da. So, genau. Okay, so, das Aquarium haben wir fertig. Es ist schon wieder Nacht. Wir müssen schon wieder schlafen. Ja, ich find's wirklich toll. Es ist wirklich super geworden. Wir gehen uns das Ganze jetzt nochmal von draußen angucken. Wollt ihr beide mit? Ihr wollt auch gucken, ne? Ja, komm, gehen wir gucken. Wir müssen ja ganz ums Haus umzulaufen, ne? Ja, los. Hallo. Okay, Smaragd will nicht. Dann bleibt er halt da. So, dann einmal hier durch. Hier durch. Und dann gucken wir mal. Wow. Ah, das sieht doch toll aus, oder? Also ich finde das wirklich klasse. Das sieht zwar ein bisschen ja, komisch aus, kann man schon beinahe sagen, ne? Also es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vielleicht kann man da die Ecke noch ein bisschen ins Haus integrieren, vielleicht, dass man das Dach da so ein bisschen anpasst. Aber ich finde das wirklich toll. Das ist, von innen ist das so super und auch von außen finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, ne? Also es ist definitiv mal was anderes. Also wirklich definitiv. Vielleicht kann man, ja, vielleicht kann man da das Dach tatsächlich noch ein bisschen anpassen, dass wir die Dachecke rumziehen, aber oh, da müsste man auch die Luke und so wieder neu machen, ne? Nee, ich würde es so lassen. Wir lassen das so. Wir machen da auch keinen Balkon mehr hin. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich zu viel. Ja. Weil da müssten wir das ganze Dach auf diese Art machen, damit das dann am Ende nach was aussieht. Naja, schauen wir mal. Also hier muss auf jeden Fall auch noch ein Baum oder irgendwas hin. Hier ist ja auch so gar nichts, ne? Okay, gut, also. Ich würde jetzt den Part beenden. Ein paar Minütchen habe ich ja nun rangehangen. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht in diesem Part, ja, machen wir diesmal, dass ihr wieder Sachen für die Dekokiste sagen könnt. Und zwar für die Quarantänestation. Fürs Haus hatten wir das ja schon. Das richten wir dann nach und nach immer weiter ein. Aber ich denke, jetzt machen wir uns erstmal an die Quarantänestation. Und da dürft ihr dann wieder eine Sache, also eine einzige Minecraft-Sache, es darf auch ein Dekokopf sein, ja, in die Kommentare schreiben. Und dann richten wir die Quarantänestation im nächsten Part ein. Okay, dann würde ich sagen, ja, schreibt fleißig eure Sachen in die Kommentare. Ich hoffe, euch gefällt das Aquarium genauso wie mir. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, bis denn. Ciao, ciao.